Und ich schau mal, ob ich das dann einrichten kann. So, es geht los. Und wir sehen hier schon Shiggy-Kombo vielleicht. Ah, leider durch Offstage abgebrochen. Genau, wie gesagt, das Ganze hier ist Best of 5. Wir sind im Winner Semifinals, also Top 5. Schon mal close und safe. Oh! Und wir sehen hier schon den ersten Kill. Hingesehen habe ich leider nicht. Aber im Grunde ist das eine ganze Stock-Lead, ein ganzes Stock-Lead für Ian. Oh, und wir sind wieder zu zweit. Perfekt. Oni Shin am Commentary. Hallo, hallo. Was habe ich verpasst? Ja, also steht immer noch 0-0, aber es ist ein ganzes Stock-Lead hier für Ian. Hat mit Shiggy hier gerade schon gut Damage gemacht. Jetzt switcht er auf Ivysaur. Jetzt könnte, wenn alles perfekt läuft, dann kriegt er jetzt hier irgendwie eine Nair into Up-B, eine Backair into Up-B. Schön Up-B, aber schön. Ist das Winner Semis? Winner Semis, genau. Ah, sehr gut. Ja, okay. Wir sind hier wieder stockmäßig. Oh, okay. Er geht also direkt auf Glurak. Ah. Macht hier aber ein bisschen Smart Play. Und die Combo! Oh, das war sehr, sehr cool. Das war richtig kreativ. Cool. Unglaublich. Sauber von Ian hier gemacht, der hier wieder mit einem Stock Lead in Führung geht und jetzt hier gerade schön ausbauen kann mit einer guten Shiggy-Combo. Oh ja, er hat versucht hier direkt mit Ivy für den Dragdown zu gehen. Ivy hat da einige Optionen, zum Beispiel auch die Down-Air, die Up-Air. Da muss man immer sehr vorsichtig sein. Habt ihr hier Favoriten? Wen wollt ihr gewinnen sehen? Also, normalerweise haben wir immer viele, viele Leute, die für Ian sind, aber Niceface natürlich sehr, sehr beliebt hier im Norden und in ganz Deutschland eigentlich. Der TO der Herzen. Kann er hier das Comeback nochmal machen? 60% ist alles noch im Rahmen. Er kann das auf jeden Fall noch reißen. Ein Stargate könnte ihn rauskicken. Noch einer. Lura kann den schon jetzt killen eigentlich, glaube ich. Eine gute Backer, ein guter Upsmash und das Match ist vorbei. Okay, Ian. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, also einige Leute ziehen hier ganz schön mit dem Tempo an und werden deutlich besser. Einer davon auf jeden Fall Ian. Und er zeigt es, indem er hier 1-0 gegen Niceface in Führung geht. Kann er mal ins Winners Finals kommen? Ich meine, im Endeffekt, dritten Platz hat hier Ian auch mal gemacht. Was beide hier noch nicht geschafft haben, ist NIZ zu gewinnen. Meistens wurden sie von SDN gegatekeept. Aber ja, vielleicht kann ja einer von diesen beiden heute mal gewinnen und sich die Goldmedaille schnappen. Das wäre auf jeden Fall sehr spannend zu sehen. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Vor allem Ian ist derzeit sehr stark am performen, muss man sagen. Mhm. Es ist natürlich, also der große Equalizer ist natürlich immer SDN. Also mit ihm steht und fällt hier alles im Endeffekt. Und das ist natürlich die Frage, ne? Schaffen sie es gegen SDN? Meistens ist es nur möglich, irgendwie Win zu bekommen. Oder gegen. Also meistens ist es nur SDN, wenn er getiltet ist. Dann kann man ihn besiegen. Und ansonsten ist das einfach nur so, ja, vielleicht mal ein 3-2. Aber wir haben ja auch schon andere Sachen gesehen. Also Niceface hat das durchaus schon geschafft, SDN zu besiegen. Ich glaube einmal. Einmal bisher. Aber hey, das war nicht allzu lange her. Mhm. Sehr guter Start für Niceface. Hält die Kante, ordentlich Pressure. Ian kommt nicht rein. Oh. Ich muss sagen, das sieht vollkommen anders aus vom letzten Game. Also Niceface dominiert das hier einfach gerade zur Zeit. Was man auch nicht selten sieht bei ihm. Also
Auf jeden Fall ein Spieler, der immer auch nochmal gut anziehen kann. Und ja, was ich eben letztes Game gesagt habe über Ian, ist jetzt der Fall bei Niceface. Ein Stock Lead gegen Shiggy. Shiggy natürlich hier die Kombo-Maschine, aber diesmal fällt es Ian schwer, mehr als einen Einzelhit zu landen. Der Nice ist so unglaublich gut adaptiert, dass er das einfach, das Ergebnis wirklich einfach umgekehrt hat vom derzeitigen Match. Ja, leicht ist das auf jeden Fall nicht. Gerade gegen so einen guten Pokémon-Trainer. Ich bin gespannt, falls Ian das verlieren sollte, ob wir jetzt oder ein Game danach, zwei Games danach, vielleicht auch den Switch zu Steve sehen können. Ich persönlich fände es besser, wenn er einfach Pokémon-Trainer bleibt. Aber es ist ihm natürlich überlassen. Die Frage ist halt, du kennst die Nicest mit dem Matchup aus, weil das ist so ein Charakter, der, bei dem der ist nicht nur sehr stark, es ist ziemlich Pflicht zu wissen, wie der Charakter funktioniert und was du genau machen musst halt. Ist das ein Kill? Okay, also wird das hier Ganze vielleicht sogar ein 3-Stock? Sehr möglich. Das Ganze hier. Und man darf nicht vergessen, Link ist ein schwerer Charakter, das heißt, der kann problemlos 150% überleben. Keine Bob, die KW, aber kommt hoch. Das war sehr smart. Bei dem Schillen, Shitbox, aber... Oh, der Nice, das kommt durch. Oh, das sieht ganz schwierig aus. Ah, zumindest kriegt er den Stock. Okay, die Frage ist jetzt, bleibt ihr jetzt bei Shiggy oder geht ihr direkt zu dieser Knosse? Weil Shiggy ist unglaublich leicht, das heißt, ein Stray-Hit kann ihn jetzt schon können, glaube ich. Jetzt kommen die Bomben ins Spiel. Oh, vielleicht Kombo-Starter. Okay, mit der Up-Air. Oh, sieht gut aus. Sauber. Ich hätte gedacht, er macht irgendwie einen mit der Up-Air. mit der Down-Air. Ja, und Niceface macht die Up-Air. Das kann man machen. Muss sagen, links Up-Air ist schon ein guter Panic-Knopf. Also ja, einmal drücken und wenn der Gegner getroffen wird, kann er auch echt einfach sterben. Ja, also sowas braucht ein Charakter wie Link natürlich auch. Eine gute Out-of-Shield-Option, die killt. Er hat natürlich auch die Nair. Die Nair auch sehr gut. Also, es steht 1-1. Hollowman, ich habe eben schon gesehen, Musa. Hollowman hat gerade nochmal gegen Squallen verloren. 3-0, das heißt, Squallen ist Zweiter und Fünfter. Hollowman ist Siebter geworden, nachdem er den Upset über Linotox geschafft hat, beziehungsweise über Sketty, der hat den Upset über Linotox geschafft und damit ist der Pool komplett auseinandergescrabbelt worden. Ich muss echt sagen, das zeigt ehrlich gesagt echt, wie dermaßen nah die Leute halt eigentlich hier sind. Das ist echt krass. Ja, auf jeden Fall. Also Sketty ist auf jeden Fall einer, der gut für ein Upset ist. Letztes Mal hatte er Niceface upsettet, dann noch irgendjemanden und dann nochmal Niceface, um im Endeffekt das Turnier zu gewinnen mit Marth. Und Snake. Aber das war crazy. Ja, das und ja, jetzt gerade ist er im Losers, muss gegen Nines spielen, um hier weiterzukommen, was schwierig ist, schwer auf jeden Fall. Oh, das Match war schon längst weiter. Okay. Also, 1-1, Ian gegen Niceface. Wir gehen in Game Nummer 3 und Game Nummer 3 sieht even aus. Ich muss sagen, auch wenn Pokémon 2 sehr populär ist, ich finde persönlich zurzeit an sich eigentlich, dass Small Battlefield sozusagen die neutralste Stage ist. Die neutralste? Also so wie Pokémon Stadium 2 davor? Ja, ja, weil es ist halt, es hat halt dieselben Blast Zones wie, sie, es ist sozusagen näher dran an den Blast Zones insgesamt und nicht so extrem wie Pokémon Stadium 2, weil Pokémon Stadium 2 ist eigentlich ziemlich extrem. Das wissen halt irgendwie viele nicht. Ich finde die Edges besser hier. Also man kann ein bisschen besser tacken, finde ich. Auf jeden Fall. Und man kann nicht gepineappelt werden, weil das kann auch halt in Pokémon Stadium 2 passieren. Und ja. Oh! Immer noch da.
Ian darf jetzt nicht noch einen Stock verlieren durch irgendwie sowas. Stage Spike. Schafft es ja auch. Und da ist der Kill. Okay, wichtig. Scorn wartet im Losers auf SDN und Dafung. Der Loser von den beiden muss gegen Scorn spielen. Wollt ihr das on Stream sehen? Oder? Wird schon gespielt. Ich sehe gerade die Köpfe und an einem Bildschirm. Oh, heute sind alle sehr engagiert. Hm. Ja, genau, aber SDN und Dafung spielen, glaube ich, ne? Gerade. Genau, die spielen. Und dann Squallen gegen SDN oder Dafung könnte man dann sehen. Oder vielleicht auch Sketty oder Nines gegen Niceface oder Ian im Losers. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr lieber sehen wollt. Sollten wir erst das Winners machen oder warten? Ja, du meinst das Winners Finals? Genau. Also das Winners Finals kann warten. Wichtig ist, dass das Losers durchgeht, durchkommt. Aber ja, wie die Lust haben. Ich glaube, die wollen schon, dass das on-stream ist. Das kann ich mir gut vorstellen, weil das ist echt ein wichtiges und wahrscheinlich auch sehr starkes Game. Mhm. Es wird projected, wäre das dann Niceface gegen SDN. Mal schauen. Kann ja durchaus auch in beide Richtungen gehen. Mhm. Okay, also wir sind hier mit beiden auf dem letzten Stock. Ian versucht, auf Shiggy zu bleiben und irgendwie noch die Combo zu kriegen, aber hat es nicht geschafft, muss jetzt auf Bisa gehen, der natürlich genauso gut comboen kann irgendwie, aber es ist nicht so leicht durchzukommen mit ihm. Jetzt aber auch schon auf Glurak bei 100%. Kann ich das verstehen, weil Bisa, Knoss und Shiggy könnten jetzt auf jeden Fall durch einige... Oh, schon! Das hätte die gekillt. Ja, also... Vermutlich die richtige Option. Oh, noch eine AB und das reicht diesmal. Okay. 2-1. Also hier für Niceface. Niceface, Niceface, Niceface. Genau. Niceface, Niceface. Ich muss sagen, also als ehemaliger Link-Main finde ich die AB halt echt lustig und ist einer meiner Lieblingsmoves auch bei dem Charakter. Ja, ein Favorit von Link Mains natürlich auch immer die näher. Immer näher. Killt irgendwann auch. Auf jeden Fall ein sehr guter Move. Aber ja, die Up-B, wichtig, gerade an der Edge. Ja, also wir sehen hier das 2-1 für Niceface. Er braucht nur noch ein Game, um ins Winners Final zu kommen und vielleicht auch mal ein NEZ zu gewinnen. Ich bin mal gespannt, ob Ian vielleicht wechselt oder ob er eine andere Stage nimmt. Wird Ian zur dunklen Seite wechseln? Steve? Ja. Der schottische Steve. Werden die Blöcke mit ihm sein? Ja, das ist die Frage. Und es wird sein, ja. Ja. Wir haben den Enderman. Enderman sogar. Okay. Also, Steve wird wahrscheinlich eine Wall machen und erstmal ein bisschen blocken. Ein bisschen, sammeln. Aber das ist halt so das Ding, ne? Also Link kann durchaus gut reinspammen, ordentlich Druck machen. Er muss nicht zu sehr committen. Er kann auch aus sicherer Entfernung mal eine Fair machen zum Beispiel. Und setzt damit Steve unter Druck und das will er halt eigentlich nicht, ne? Der möchte ganz in Ruhe minen. Er möchte das Gegner zu hart committen, damit er da schön seine Kombos aufbauen kann, die auch ewig gehen. Es wird ja auch irgendwie jeden Tag neuer Steve-Tag gefunden. Oh. Dass du die Blöcke erneuern kannst und sowas. Habe ich jetzt letztens gesehen. Okay, sehen wir hier vielleicht eine Kombo? Ah. Scheint wohl so. Okay, Stein. Ein bisschen ein kleines Upgrade. Ian spielt ihn scheinbar sehr offensiv. Er versucht es auf jeden Fall auch mit den F-Smashs in die Wand rein. Ne? Also. Hm. Aber Niceface hat keinen Bock auf Blöcke. Er zerstört alles, was er gebaut hat. Wie ein Dreijähriger, der Lego sieht. Alles zerstören. Ja. Ja, er macht wirklich jeden Block kaputt. Okay. Niceface ist gerade der Albtraum jeden zukünftigen Architekten. Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, wie Architekten steht Ian unter Druck und hat nicht genug Zeit, die Häuser zu bauen und seine komischen Traps an der Edge. Niceface ist einfach zu flink, kommt da immer vorher raus. Mal schauen, wie das mit steigenden Prozenten geht. Stock ist weg. Geht weiter. Oh, da habe ich doch einen Diamond gesehen. Behält er den, oder? Das
hinter dem für diesen Stock hier. Down throw. Okay. Kann ihn er muss. Überlebt er noch? Er muss auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es Sinn macht, jetzt was zu produzieren, weil er hat. Ihm fehlen auf jeden Fall ein paar Tools. Ja. Er kann natürlich jetzt auch nicht die Gold-Pickaxe und alles nehmen. Ne? Er muss jetzt Diamant nehmen. Er scheint das hier zu ignorieren. Er will nicht den Diamanten verwenden. Ja, ich glaube, das ist doch smart. Braucht er auch nicht, anscheinend. Er geht in Führung. Und da ist es smart auf jeden Fall, dass er jetzt noch einen Diamanten in der Hinterhand hat. Was hat er gerade? Hat er Holz oder Stein? Er hat Stein. Aber die Pickaxe fehlt ihm. Irgendwann wird das natürlich auch kaputt gehen, ne? Mal gucken, wie lange dieser Stock noch für ihn geht. Oh! Okay. Wahrscheinlich geht er direkt auf Diamond. Ja. Da. Oh, wunderschön gemacht! Wunderschön! Die einfach weggedrückt. Wie cool ist das denn? Das wusste ich nicht. Hat ihn einfach weggedrückt. Ey, komm mal her! Oder geh mal zur Seite. No Diamond for you. Jetzt allerdings schon 4 Eisen auf Ian. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. 5. Minecart. Oh, 28 einfach. Oh, ich könnte echt was trinken jetzt. Ich komme mir danach einfach mal mit das Wasser. Oh, warte, was ist das? Oh nein. Mhm. Schön ab. Ja, Iceface holt hier gerade gut auf. Macht ordentlich Druck. Er kann keinen Minecart verwenden gerade. Ja, er kommt generell, er kann ihn nicht punishen für eine Backer oder so. Es ist schwer, Link dafür zu punishen. Und hat Steve gute Out-of-Shield-Options? Ich glaube nicht, ne? Niche. Und zwar, er kann Footstool Anvil machen. Das ist sehr gefährlich. Oh, okay. Aber da muss man natürlich auch nah genug dran sein, ne? Und vor allem auch muss man die Ressourcen haben, die Ian gerade nicht hat. Das heißt, davor muss man keine Angst haben. Okay. Auf der anderen Seite im Bracket 3-0 SDN gegen Dafong. Oh, das war's! Ja. 3-1. 3-1 für Niceface. Ian also jetzt im Losers Bracket und muss gegen was? Squallin, was war das? Nee, gegen Nines oder Skeddy wahrscheinlich spielen. Und die beiden spielen noch.